kann ich mein Leben nicht ein bisschen so leben wie bei Super Mario? Ich hole mir einen Pilz. Was ist ein Pilz? Resilienz, Selbstwert, eigene Stärke, an sich glauben, seinen eigenen Weg gehen. Also selber ein Stück weit Super Mario sein. Greater. It's in you. Vielen, vielen Dank. Wie geil seid ihr denn bitte? Geil. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich habe hinten schon gesagt, kann vielleicht einer mal einen Eukalyptusaufguss machen oder sowas. Boah, schön warm. Eben in der Maske ist es noch ein bisschen wärmer. Da wirst du abgepudert und läuft direkt immer nach. Das ist so ein ständiger Prozess. Ich habe zwei Luftballons für euch mitgebracht. Nicht, weil unsere Firmenfarbe grün ist, sondern weil ich ganz gerne was über diese Luftballons erzählen will. Luftballons sind ja sowas, so als Kind war das doch immer das Großartigste, was es gab. Ein Luftballon. Ich habe mal bei so einem Luftballon-Wettbewerb mitgemacht, da musste man so eine Karte dran binden, seinen Namen draufschreiben, dann flog das Ding los und wer nachher am weitesten war, der hat gewonnen. Da habe ich damals einen He-Man gewonnen. Kennt jemand noch einen He-Man? Geiler Typ. Heute könntest du das genderkonform ja gar nicht machen. Ich meine, überleg mal, das Ding heißt He-Man, also mehr Doppelmann quasi. Mehr Mann als der geht ja nicht. Der hat ja nur so eine kleine Badehose an, ne, die immer die ganz Mutigen im Schwimmbad anhaben. Aber wenn wir uns mal diese zwei Luftballons anschauen und wenn wir uns einfach mal anschauen, wie diese Luftballons so aussehen, dann sind diese Luftballons ungefähr gleich groß, also sofern ich das hinkriege mit dem Aufpusten. Die Luftballons haben die gleiche Farbe, die Luftballons bewegen sich gleich, die Luftballons sehen eigentlich ziemlich gleich aus. Aber es gibt einen krass signifikanten Unterschied zwischen diesen zwei Luftballons, obwohl diese Luftballons komplett gleich sind. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Luftballons ist das. Ein Luftballon fliegt und einer fliegt nicht. Und beide Luftballons sind komplett gleich, sehen gleich aus, sind aus dem gleichen Material, sind von der Grundvoraussetzung, alles ist 100% gleich. Und wenn ich den Luftballon jetzt draußen fliegen lasse, dann fliegt er 100, 200, 300, 400 Meter nach oben. Fliegt kilometerweit, hunderte Kilometer. Nach Stuttgart, nach Hamburg, nach Mannheim, wohin auch immer. Und der Luftballon, der liegt da auf dem Boden. Der liegt die ganze Zeit einfach nur auf dem Boden und macht sonst nichts. Und währenddessen der Luftballon irgendwo in Mannheim angekommen ist und bei jemand ganz anderem ist, liegt der Luftballon immer noch weiter auf dem Boden. Und wenn ich über Potenzialentfaltung rede, finde ich, passen diese zwei Luftballons super, super gut. Warum? Weil der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Luftballons besteht darin, was in diesen beiden Luftballons ist. In dem ist Luft und in dem ist Helium. Und das ist der einzige Unterschied. Und wenn du das mal versuchst, auf dich selber zu übertragen, wenn du mal selber hingehst und überlegst, bei manchen hat man das Gefühl, boah, der hat es einfacher. Der konnte das schneller erreichen. Da hatten die Eltern super viel Kohle. Der hat ja 50.000 Insta-Follower. Das ist doch klar, dass der durchstartet. Der hat mega viel Geld auf seinem Bankkonto. Der hat alles von Papa gekriegt. Wir finden super schnell Ausreden für das, dass wir einfach das machen. Und dabei steckt so viel Potenzial in jedem von uns in Form von diesem Luftballon, obwohl alles komplett gleich ist. Und man sich einfach nur fragen muss, was man mit seinem Potenzial macht. Was tust du damit, mit dem, was dir gegeben ist? Das ist Persönlichkeitsentwicklung, das ist Mindset, das ist an sich arbeiten, das ist Weiterbildung. Weil wenn du das draußen loslässt, draußen wäre es jetzt ein bisschen schöner, vielleicht mache ich es heute Abend nochmal auf der Open-Air-Bühne, dann kann ich das Ding auch loslassen, dann ist das geil. Also bitte, vielleicht als ersten Gedanken, nehmt euch das bitte mit. Ich will das so ein bisschen unterstreichen, ich bin so ein krass visueller Typ. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich ganz kurz von der Bühne runtergehe, auch wenn es ein bisschen bescheuert ist. Ich bin extra in so einen Laden gefahren und habe, ich glaube nicht, dass das für den ganzen Raum reicht, aber vielleicht für viele von euch. Ich lasse einfach mal so eine Schale rumgehen. Nehmt euch einfach einen Luftballon mit. Einfach damit ihr daran denkt und ihr könnt selber entscheiden, womit ihr diesen Luftballon befüllt. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Okay, jetzt wollte jemand, da bist du, perfekt. Kleine Seitenanekdote zu diesem Luftballon. Ich habe ja, wie gesagt, Vorsicht, du hast mein Bändchen auch. Ich habe diesen Luftballon ja den einen mit Helium gefüllt. Und wann habe ich das gemacht? Eben, im Parkhaus. Ich hatte eine Gaskartusche mit und lustige kleine Anekdote, habe im Parkhaus so auf dem Boden gesessen, so mit so einer Gasflasche, hab die Gasflasche rausgeholt und währenddessen sind andere Teilnehmer vom Festival so an mir vorbeigelaufen und ich stand da mit so einer Gasflasche und es hat nicht geklappt. Ich habe relativ grimmig geguckt, glaube ich. Und die Leute haben, glaube ich, gedacht, okay, hier ist einer im Parkhaus,
mit so einer fetten roten Gasflasche. Schauen wir mal, was der Typ gleich so macht, ne? Wahnsinn. Und zweite kleine Seitenanekdote. Ich habe eine kleine Miniphobie und das ist, ich mag es nicht, Luftballons kaputt zu machen. Ich bin wirklich, kennt ihr so welche, die so machen? So. So, deswegen bin ich froh, dass der nicht kaputt gegangen ist. Also nehmt das bitte als Bild mit, nehmt euch einen grünen Luftballon mit. Ich habe ein paar kleine Slides mitgebracht und ich freue mich, wenn so ein bisschen was an Geschichte für euch mit dabei ist. Ich will euch als allererstes etwas zeigen, woran ihr euch vielleicht noch erinnern könnt. Der Gameboy. Wer hat einen Gameboy? Ja, die Guten. Die Guten hatten Gameboy. Ich hatte keinen, wir durften das nicht. Meine Eltern waren eher so Fan-Holzspielzeug. Ja, die haben immer gesagt, Gameboy, nee, davon wird man ganz blöd. Und dann sind wir halt immer zu den Nachbarn gegangen, haben dann da mit dem Gameboy gespielt. Klar, was man so gemacht hat. Und ich habe hier einen Gameboy, ich habe schon den besseren, weil der andere kaputt gegangen ist. Das ist schon ein Gameboy Color. Ich weiß nicht, ob es geht, wenn ich es hier dran halte. Wartet mal kurz. Boah, geil. Warte. Wow, let's go here. Geil. Wie so ein einzelnes Geräusch dich völlig wegflashen kann, oder? Total geil. Und ich habe da drauf Super Mario. Super Mario war ja so mit Tetris. Geil. Das war doch eine gute Zeit, oder? Da hast du an nichts Böses in der Welt gedacht, hast du 6 Stunden mit deinem Gameboy irgendwo versteckt unter der Bettdecke gespielt, wenn Mama schon am Schlafen war. Und ich habe euch das ganz kurz noch einmal mitgebracht, damit man sich es vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Das will ich euch ganz kurz zeigen. Wie geil war das? Also das ist das allererste, das war noch beim NES, Nintendo Entertainment System. Das war doch der absolute Wahnsinn. Da konntest du Super Mario zocken. Aber warum zeige ich euch das? Und das ist eigentlich auch ein bisschen der Titel meines Vortrags. Power Up. Dieser Pilz. Der Pilz. Der Mario hat ja gerade diesen Pilz gegessen und es ist groß geworden. Und was ist dann passiert, dadurch, dass der groß geworden ist? Der konnte quasi einmal verletzt werden. Der konnte einmal angegriffen werden. Der konnte einmal irgendwo runterfallen und ist nicht gestorben. Nur dieser Pilz. Und wenn er dann verletzt wurde, dann musste er sich einen neuen Pilz holen, um wieder groß zu werden. Und was ich so schön finde, ist, sich das manchmal selber vor Augen zu führen und sich wieder vorzustellen und manchmal so zu denken, kann ich mein Leben nicht ein bisschen so leben wie bei Super Mario? Ich hole mir einen Pilz. Was ist ein Pilz? Resilienz, Selbstwert, eigene Stärke, an sich glauben, seinen eigenen Weg gehen. Also selber ein Stück weit Super Mario sein. Die Mädels können auch die Prinzessin Peach sein oder wenn jemand Luigi sein will oder Yoshi oder wen es da alles so gab. Ihr dürft euch das selber aussuchen. Aber ich finde den Grundgedanken so geil, für sich selber zu sagen, ich hole mir ein Power-Up. Ich hole mir Stärke. Ich hole mir etwas, was nicht so nah an mich rangeht. Ich habe eine eigene Situation gehabt, die ich ganz kurz mit euch teilen möchte. Vor vier Jahren war ich für eine Keynote für Greater bei der Rednernacht in Stuttgart. Vielleicht war irgendeiner da, ich weiß es nicht. Und ich bin nach Hause gekommen, habe meine Tür aufgeschlossen und auf meinem Tisch lag ein Brief von meiner damaligen Freundin. 5 Seiten lang. Hallo, lieber Felix. Hey, hoffe, der Vortrag war super. Ich wollte dir nur an der Stelle sagen, ich glaube, mit uns funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Aber ich habe gesehen, die Keynote war ja total cool. Ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht können wir irgendwann Freunde sein. Hey, klasse, gibt eigentlich auch keinen wirklichen Grund. Hat einfach nicht gepasst. Alles Gute, bis dann. Ciao. Geil. So ein Typ wie ich, der sonst eher so durch die Stadt läuft. Na, Girls? Und wie sieht's aus so? Es hatte sich von mir noch nie jemand getrennt. Ich kannte das gar nicht. Ich habe auch gedacht, okay, wie suspekt ist das denn? Also wer trennt sich denn von mir? Also wie viel mehr willst du? Ja, den Witz kann man immer erst ein bisschen später machen. Wenn du den so direkt am Anfang machst, ist erstmal so, okay, krass. Wen haben die denn da so auf die Bühne gesetzt? Ich war mega fertig, ich war mega durch und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich 2 Wochen im Bett gelegen. Ich habe alle Termine abgesagt, alle Keynotes einfach ausfallen lassen, habe mich bei niemandem gemeldet, habe 2 Wochen im Bett gelegen und habe Tierfilme geguckt. Total geil. Also ich war richtig fertig. Und
Dann bin ich zu einer Therapeutin gegangen. Das war für mich sowas wie ein Offenbarungseid. Oh Gott, ich gehe zu einem Therapeuten. Ich bin kaputt. Eigentlich muss ich umgetauscht werden. Und dann bin ich zu einer Therapeutin gegangen und habe mit der Therapeutin darüber geredet. Und die fragte mich als erstes, und wie geht's Ihnen so? Und dann habe ich gesagt, ja, also eigentlich geht, ne? Läuft. Bisschen dieses Mal so nicht ganz so gut wie sonst. Dann meinte ich so, ja, und so auf so einer Skala von 1 bis 100. Ah, und die so, ja, 100 das Beste. Ah, vielleicht so 5. Dann meinte die, also geht's Ihnen richtig scheiße? Und ich so, ja, jetzt mega scheiße, habe ich voll angefangen zu heulen. Und das war für mich so krass, diesen Moment zu haben und das ist jetzt vor allem eine männliche Perspektive, als Mann in dem Moment einzugestehen, dass es mir richtig scheiße geht. Na? Ich gehe doch ins Fitnessstudio, ich habe Jungs. Ja, das kriegen wir Männer manchmal nicht auf die Reihe, weil wir ja so denken, okay, Indianer kennt keinen Schmerz. Na? Wenn ich mir die Jungs hier vorne in der ersten Reihe angucke, na, alle gut trainiert, guter Körper, schick gekleidet. Komm Jungs, was machen wir heute? Ne? So, wenn dann einer sagt, ja, ich bin heute nicht so gut drauf, hey, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Digga, was ist denn mit dir los, ey? Ja, Klassiker. Ja, schön, dass ihr das macht. Küsschen, alles. Lasst es laufen. Leute, wir sind in Köln. Also. Danke, vielen Dank. Und das finde ich extrem wichtig, dass man da halt so ein bisschen drauf achtet und sich das Power abholt. Ich habe ein bisschen zu viel erzählt. Ich muss eine Folie überspringen, weil ich wollte, oder ich muss zwei Folien überspringen, weil ich wollte eigentlich das mit meiner Ex-Freundin nicht erzählt haben, aber ich muss es jedes Mal erzählen, ne? Miststück. Naja. Okay. Ja, klar. Man guckt dann auch immer so, wer ist denn so der neue Freund? Und denkt sich, okay, das hast du getauscht? Nein, Quatsch, der neue Freund ist super cool. Okay, ich habe die Tage meinen Keller aufgeräumt. Oder schon etwas länger her und habe da etwas gefunden, was ich total mag. Es sieht nicht mehr ganz so schön aus, aber ich habe es extra mitgebracht, damit ihr wisst, dass ich keinen Quatsch erzähle. Und ich habe einen Wunschzettel gefunden. Kennt ihr noch von früher? Wunschzettel? Schreibt jemand heute noch Wunschzettel? Finde ich total geil. Warum machen wir das nicht mehr? Früher war das so, man hat einen Wunschzettel geschrieben, hat den irgendwo hingelegt und dann ist es in Erfüllung gegangen. Ja, wieso funktioniert... Also, Ich lese euch mal meinen Wunschzettel vor. Ich habe es euch auf die Folie auch gepackt. Liebe Mama, lieber Papa, lieber Opa, liebe Oma, lieber Onkel, liebe Tante, möglichst viele Leute mit reinziehen. Dieses Jahr habe ich nur einen Wunsch, ein Fahrrad. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, der spinnt ja, so ein Fahrrad kostet viel zu viel. Aber halt, da habe ich gedacht, Alter, welcher Neunjährige schreibt so einen Brief? Ihr könnt ja auch das Fahrrad mir zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammenschenken. Lösungsvorschlag. Über andere Geschenke freue ich mich natürlich auch, aber ein Fahrrad wäre mir am liebsten, weil mein Fahrrad total, naja, scheiße ist. Manche von euch werden wahrscheinlich mit Gegensätzen kommen, das nennt man im Vertrieb dann Einwandbehandlung, wie von Felix bekommen wir auch nicht viel, darum bekommt er auch kein Fahrrad. Wichtig im Vertrieb, Totschlagargument am Ende, aber ich bin nun mal ein Kind, ich habe kein Geld, also bitte, bitte ein Fahrrad. Was ein Typ, oder? Was ein Typ. Ich habe das erste und dann dachte ich so, ey, meine Mutter hat so eine Dose gemacht, wo sie so alles gesammelt hat, so die Bilder, die man gemalt hat und sowas. Dann dachte ich, was ist mit ihm? Aber was ich so wichtig finde, und darum finde ich das so schön, wenn der eine oder andere aufzeigt, sich wirklich ab und an, das ist ja auch der Hintergrund von Affirmationen und ähnlichen Dingen, sich selber mal einen Wunschzettel zu schreiben. Setzt euch doch mal nach dem Festival hin. Diese Woche ganz easy, locker zu Hause, nimm dir ein DIN-A4-Blatt und schreib mal einen Wunschzettel. An wen auch immer, ob du manifestierst, dass du das selber bist, ob das eine neue erscheinende Person irgendwann sein wird, ob das sonst wer ist, ob das dein bester Freund, deine Freundin, deine Eltern oder deine Kinder sind, egal. Setz dich hin, nimm dir ein Blatt und einen Zettel, schreib oben drüber ganz dick Wunschzettel. Und dann schreibst du auf, ich wünsche mir für mich, für mein Leben, für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre, für alles das, was kommt, folgende Dinge. Und ich finde das so krass hilfreich. Ich mache das beim ersten Mal, als ich es jetzt zuletzt gemacht habe, dachte ich so, okay, schreibe ich jetzt lieber Nikolaus oder was schreibe ich da jetzt? Aber es ist so krass befreiend, für sich mal zu definieren, was man unbedingt haben möchte. Und wenn ihr euch schwer tut damit, aufzuschreiben, was ihr gerne im Leben hättet,
dann schreibt das auf, was ihr nicht mehr im Leben haben wollt. Manchmal hilft das, hinzuschreiben und aufzuschreiben, das möchte ich nicht mehr, das möchte ich auch nicht mehr, weil sich dadurch der Bereich von dem, was man haben will, verengt und dadurch manchmal ein bisschen klarer wird. Ich habe euch ein schönes Foto mitgebracht, ein schönes Foto von mir, da war ich 2. Ich hatte in meinem Leben bisher 3 Schiel-OPs. Also anders gesagt, ich habe als Kind so richtig schön geschielt, ne? Richtig krumme Augen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von mir als Kind nach der ersten Schiel-OP. Ja. Ja. Da, also vom Schielen sieht man nichts mehr. Das war weg. Das war eine super Operation, hat gut funktioniert, ne? Top. Ich denke mir immer so, als ich auf die Welt gekommen bin, haben meine Eltern so gedacht, ach, so ein Zyklop. So mit einem Auge. Ne? Wahnsinn. Und ich hatte 3 Schiel-OPs. Und für mich ist das jetzt total locker, darüber zu sprechen. Gibt es noch andere, die schielen hier im Raum? Gar keiner. Okay, dann bin ich halt echt der krasse Exot. Eigentlich schielen so 5% der Bevölkerung so, ne? Habt ihr mal länger in den Spiegel geguckt? Nur so ausprobieren. Und für mich war Schielen immer ein Riesenproblem. Warum? Ich erinnere mich an eine Situation im Kindergarten. Da stehe ich neben meiner Mutter und da steht so eine andere Mutter da mit ihrem Kind, mit dem ich nicht viel zu tun hatte. Und die andere Mutter sagt zu meiner Mutter, ja, wenn Sie möchten, kann Ihr Sohn Felix ja auch zum Kindergeburtstag kommen. Und der andere Sohn sagt, nein, Mama, der Behinderte soll nicht kommen. Ich erzähle euch das aber nicht. Also doch ein bisschen auch, um Mitleid zu kriegen, klar. Das auf jeden Fall. Aber als kleines Kind mit 2 oder 3 habe ich das nicht verstanden, weil ich dachte, von wem redet der? Redet der von mir oder von wem spricht der? Ich habe es nicht verstanden. Aber je älter du geworden bist, desto mehr spielen deine Augen natürlich auch eine Rolle. Wir fangen mal an mit dem Flirten. Ich gucke mal hier die 3 Damen hier vorne an. Und in der Regel guckt man ja eine Frau dann an. Ich konnte 2 gleichzeitig angucken. Bei Frauen ist es nur so, für alle Männer hier im Raum, die finden das nicht so cool. Also es ist nicht so ein Vorteil, ey, krass, ich kann mit 2 gleichzeitig flirten. Nee, Fokus, ne? So, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat alles nicht funktioniert und das hat alles nicht geklappt. Und dann wollte ich irgendwann Berater werden und dachte, ich sitze doch dann da mit einem Kunden im Beratungsgespräch und gucke den Kunden an und auch im Vertrieb ist Blickkontakt extrem wichtig. Und alle machten immer so. Ist da irgendwas? Wo gucken Sie denn hin? Und dann musste ich immer erklären, dass ich schiele. Und dann hatte ich die 2. Operation und die 3. Operation. Mittlerweile ist es so, das ist ja auch immer so der Moment, wo die Leute alle auf meine Augen achten. Mittlerweile ist es so, dass das im Griff ist. Gestern Abend habe ich schon abends hier noch 4 Kölsch getrunken, danach auf dem Weg zum Hotel, da hängt dann eine Auge schon so ein bisschen in der Ecke rum. Ne? Aber gut, da kann man wohl mit leben. Und ich habe euch mal, auch das habe ich aus der Truhe meiner Mutter gefunden, meine kleine Brille mitgebracht. Ja. Das ist die kleine Brille, die ich hatte und das eine Auge war immer zugeklebt. Und vorher, bevor ich eine Brille tragen konnte, war das andere Auge zugeklebt. Ich war es völlig gewohnt, dass meine ganze Welt nur aus diesem einen Auge besteht. Also ich sehe jetzt nur noch das linke hier. Wenn dessen ich das aufhabe, sehe ich sogar davon noch den Rand. Meine komplette Welt war komplett anders, weil ich so geschielt habe. Und ich habe immer gedacht, ich bin nichts wert. Ich habe einen Makel. Ich habe einen Defekt. Ich habe etwas, was operiert, repariert werden muss. Und dann dachte ich, wie sollst du jemals Vorträge halten? Alle Leute schauen dir in die Augen und du bist am Schielen. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ist das etwas, was ich in meinem Leben noch ändern kann? Kann ich in meinem Leben noch ändern, dass ich schiele? Nein. Kann ich in meinem Leben noch ändern, dass ich eine riesige Narbe auf dem Rücken habe? Nein. Kann ich in meinem Leben noch ändern, dass ich 2 Backenzähne verloren habe? Nein. Kann ich in meinem Leben noch ändern, dass ich einfach wenig Haare auf dem Kopf habe, Geheimratsecken habe oder sonst irgendetwas davon, einen kleinen Penis? Alles. Ich kann das nicht mehr ändern. Und was ich so krass wichtig finde, bei allem, was mit Potenzialentfaltung zu tun hat, ist, sich darüber bewusst zu sein, dass du Dinge an dir nicht mehr ändern kannst. Und darum spielt Akzeptanz eine riesige Rolle. Wir leben in einer Welt, wo du bei Instagram siehst, dass jeder einen Waschbrettbauch hat, jeder in Bali Urlaub macht und jeder Millionen von Kohle verdient. Und alle sitzen sie zu Hause, heulen und rennen zum Therapeuten. In der Welt leben wir. Aber wenn du akzeptierst, dass du Dinge in deinem Leben hast, die du nicht mehr ändern kannst und die zu dir gehören
und dann einen Schritt weiter gehst und sagst, guck mal, hier ist keiner im Raum, der schielt, nur ich. Und das ist meine Einzigartigkeit. Das ist nicht meine Schwäche. Es ist meine Einzigartigkeit. Wenn du das für dich akzeptiert hast, wirst du ein so krass anderes Leben leben und wirst dein Potenzial entfalten bis zum geht nicht mehr. Wenn ich euch eins wünschen kann, dann ist es das. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.